So, willkommen zurück zu Doom Eternal. Wir sind immer noch in dieser lustigen Arena. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich das jetzt nicht machen möchte, weil ich zum... Also das Problem ist, dass ich zum Anfang der Aufnahme immer Steuerung und noch was drücke. Das ist eine Tastenkombination, die das Aufnahmen beginnt. Und das hat den minimalen Nachteil, dass ich dabei jedes Mal eine Granate werfe. Und die bräuchte ich vielleicht für den vorstehenden Kampf. Wir überlegen uns natürlich mal, wie wir an diese Batterie rankommen. Wahrscheinlich durch die Decke. Und... Was gibt es denn in der Arena? Gibt es hier viel zu decken. Aber an die Decke müsst ihr... Ach, guck mal hier. Dafür müsste ich dieses Gewicht anschießen. Dafür müsste ich wiederum... Guck mal, da ist ein grünes Leuchten dran. Ne? Dafür müsste ich wiederum da oben lang klettern. Also sieht zumindest so aus, könnte ich da wohl lang klettern. Von oben wahrscheinlich. Dann gucken wir mal, ob die Deckung hier was hergibt. Muss ich irgendwie aufs Dach springen? Die Karte ist da nicht sehr eindeutig, ne? Also an sich geht das Level... Das Level geht tatsächlich genau da weiter. Also wahrscheinlich... Ach Gott, also wir landen irgendwann mal im Keller, würde ich sagen. So von der Karte her. Ja, okay, machen wir erstmal das rosa Dings hier. Ich habe da ja nicht unendlich viel Munition für den Geschützturm. Aber den sollte es ja am einfachsten eigentlich gehen, ne? Ach du Sch... Das Vieh gehört zur Herausforderung. Kritischer Schaden. Okay. Was ist denn das für ein behindertes Blutnest? Okay, das wird jetzt vielleicht gerade ein bisschen... Ein bisschen komplizierter, fällt mir gerade so auf, ne? Was ist das jetzt für ein Safe Game? Das ist aber nicht genau der Stand, wo ich vorher war, weil jetzt habe ich nämlich weniger Munition für alles, oder? Ich, genau, das ist ja ein scheiß Safe Game. Guck mal, jetzt habe ich nämlich nicht die Munition, die ich gerade noch hatte. Weil da standen hier nämlich in der Arena noch drei Zombies, die ich zerlegen konnte, die ich jetzt nicht zerlegen kann. Wie soll ich denn das hier ohne Munition machen, Freunde? Hä? Ah, das ist eine scheiß Arena. Ich meine, das ist alleine ein einzelner von dem anderen vier, vor allem ohne Raketen. Ja, gute Raketen, die habe ich zumindest, aber... Und vor allen Dingen mit 62 Lebenspunkten. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Keine Ahnung, wie ich das hier machen soll, ne? Bitte was? Ich habe nicht mehr eine Rakete, doch, ich habe auch noch Schrotflinte. Also, der hat aber keinen Schaden. Also, nee. Das ist ja lächerlich, das Blut. Das ist mal unwitzig. Aber ich bringe mich jetzt nochmal um, mach das nochmal neu. Aber das ist halt. Wie soll ich denn das machen? Also, mit der normalen Plasma-Knifte wird das auf jeden Fall nichts, ne? So, das schaffe ich wieder, okay. Also ich fand nicht, mir hat dir gerade die Zeit gefehlt, die ich hätte mit dem Kettensägen-Massaker verbracht habe, aber... Bitte was? Also ich musste mit der Kettensäge muss definitiv machen, sonst habe ich halt keine Chance. Das ist schon ein bisschen schlecht, ne? Vor allem mit so wenig Lebenspunkten. Nein. Ja. Ich habe noch 16. Ich habe noch einen Lebenspunkt und 16 Rüstung, ne? Das ist auch sehr geil, weil das Vieh haut mich immer im Nahkampf um. Wie soll ich denn das machen? Das ist vor allem der dümmste Speicherpunkt ever, ne? Mit so 3 HP. Also ich weiß ja nicht so richtig, also. Ich verbringe ja schon die meiste Zeit des Kampfes, verbringe ich ja schon damit. Das ist halt richtig behindert, ne? Vor allem liegt ja nicht mehr Munition in den Level rum, also... Hallo? Was haben die sich denn dabei bitte schon wieder gedacht? Weil liegt hier vielleicht noch oben noch ein bisschen Zeug rum? Mit ein bisschen mehr Muni könnte das vielleicht was werden, aber... Ah, der gute König.
Jetzt kann ich einen Schalter drücken. Zerquetscht später mich. Achso, ne, er macht hier einfach dieses. Soll ich da drin tauchen? Oder was wollen die von mir? Kann ich darin tauchen? Das macht jetzt den folgenden Kampf nicht gerade einfach, ne? Ah, ich kann tatsächlich darin tauchen, aber. Schwimmen, wenn du was willst, kannst du es ja schon nur durch Dashen einreißen, das ist ja schön. Blub. Guck mal, hier liegt mal Munition. Und ich kann nicht hochschwimmen. Oh, was ist das? Ich würde gerne nicht wieder an Land gehen. Geht das irgendwie? Okay, geht. Judy. Also jetzt habe ich immer noch nicht genug Munition für das Ding, was hier kommt. Ey, das ist. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das machen soll, ne? Das ist die haut mich halt im Nahkampf mit einem Schlag um und ich kann nichts dagegen machen. Das ist doch scheiße. Wie soll ich denn das bitte schön. Wie erwarten die das bei diesen. Das ist doch absolut behindert, ne? Das ist ja noch nicht mal tot! Warum ist es nicht tot? Hallo? Hallo, du solltest tot sein! Warum ist dieses Drecksvieh nicht tot? Ich habe zwei Salven da reingeschossen! Warum habe ich denn noch 9 Sekunden Zeit habe? Ey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie du das machen sollst. Ich meine, das ist mal davon abgesehen, also ich könnte das ja vielleicht mit der Minigun versuchen, aber dafür habe ich halt auch nicht genug Schaden, ne? Also hier mit dem Ding hier. Na guck mal, dann laufe ich hier Dingens leer und dann war es das auch gewesen, ne? Also ich habe das jetzt nur gemacht, damit ich das resette. Aber, hä? Wie soll ich denn das tun? Was erwarten die von mir? Für deine. Achso, das sind die Pain Elementals. Okay, na gut. Drei verschiedene Glory-Dings. Na gut. Eisbaum haben wir. Judy, aber. Was? Wie denn? Ich verstehe es echt nicht. Also, das ist. Glory-Kills für einen Dash auf. Naja. Ja, ist vielleicht gar nicht doch so schlecht, das höhere Tempo hochziehen. Und das sind die ganzen Plitterer-Updates, die brauche ich auch nicht mehr. Größerer Nebelscheinwerfer? Hauptsache ich habe einen Nebelscheinwerfer. Ja, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also, ich sehe es nicht, ne? Also, das ist halt. Das Einzige, was ich noch aber aufrüsten könnte, wäre hier das mobile Geschütz. Da könnte ich jetzt noch 10 Gegner, 15 Gegner mit einem einzigen Schuss. Achso, das. Also das habe ich schon. Oh, hä? Wie? Das könnte ich einfach so freischalten? Okay. Energieschild würde mir wahrscheinlich auch nicht. Achso, ich habe ja noch die BFG, wa? Habe ich dafür Munition? Oh, ich habe noch Munition für die BFG. Okay, Freunde der Sonne. Wir versuchen das mit der BFG. Das kann nur gut werden. Also, wir machen das hier. Wir machen das hier. Wo ist mein Flammenwerfer? Das war all die Leute, alle Leute, die gerade die letzten 8 Minuten gefacepalmt haben. Mensch, der Idiot hat noch eine BFG. Also ohne BFG wäre es nicht möglich gewesen. Also nicht mal so ein bisschen, ne? Aber das war auch schon ganz schön lächerlich gerade, ne? Na gut, also mit der BFG ging es. Gibt übrigens noch eine Arena hier. Da hätte ich übrigens auch nicht gedacht, dass du eine behinderte BFG dafür benutzen musst. Achso, jetzt läuft das Wasser ab.
Ach, guck mal, da unten, ich weiß schon, wo das hinführt. Warte mal, erstmal muss ich kurz Strahlenschutz nochmal abholen. Weiß ich, für diesen Strahlen... Level bin ich jetzt nicht um... Ach, B. Das geht hier nicht hoch. Ach doch. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Okay, gut. Bin ich zwar nicht genau da, wo ich mit gerechnet hätte, aber... Ich kann nicht kriechen, ne? Hä? Okay, ich bin mal wieder verwirrt. Also ich musste hier hin. Aber... Achso, hier wäre ich auch hochgekommen. Na gut. Okay, ist das funktioniert? Hä? Bin ich jetzt doof? Das leuchtet hier schon sehr auffällig grün, ne? Ich kann hier nicht einfach rein. Hä? Freunde? Ich kann hier wahrscheinlich auch nicht einfach... Oh doch, ich glaube, ich kann hier einfach wieder hochspringen, oder? Kann ich. Aber hat das hier denn die Tore geöffnet? Das ist alles so verwirrend hier. Das Tor ist auf jeden Fall noch zu. Ich hätte gesagt, dass ich irgendwie runterschwimmen kann. Dann kann ich halt so Dinge tun, aber... Anscheinend eher nicht. Ist übrigens recht windig an diesem Ort. Muss ich doch hier runter? Hier sind nur noch welche komischen Lampen. Mit Vierkantschrauben übrigens. Hä? Hier unten ist das Tor halt zu. Aber muss ich oben gegenhauen, damit das unten runterfällt? Das ist bestimmt wo gegenhauen, oder? Aber hier ist nichts zum Gegenhauen, oder? Okay. Jetzt warten wir kurz, bis es wieder hochfährt, das Tor, weil das, es lag hier auch gerade die Dingsmunition. Das heißt, schön, wenn man es einmal macht. Na gut. So. Okay, soweit so gut. Aber es geht doch wieder zu. Man hat bloß unendlich viel lange Zeit. Naja. Es steht geschrieben, dass dein Hass auf die Dämonen dem Volk von Argen nur Hoffnung gab. So wie jetzt auf der Erde. Das ist das was Gutes? Ich nehme an, oder? Ups. So kommen wir hier nie zur Heilung. So, das ist ja der Energie jetzt mal wieder hier. Okay. Hier ist theoretisch der nächste Raum. Aber wir wollen noch gar nicht zum nächsten Raum. Wir müssen ja immer noch die Tore hier irgendwie aufmachen, ne? Machen wir das am schönsten. Aber hier leuchten noch welche Sachen grün. Oh, hi. Grüß dich. Ich hätte das hier vorher anzünden müssen. Keiner, was mir der Kettensägenmeister übrigens bringt. Ah, das war ja wieder klar. Wie? Ich ahne und befürchte, dass ich wieder so ein Level, wo ich wieder die Hälfte der Sachen nicht schaffe, weil hier so eine komischen Tore sind, für die absolut nicht offensichtlich sind, dass die wieder aufgehen. Die Geschichte der Wächter, Teil 10. Nach der Ankunft des Slayers trieben die Wächter der Nacht die Kampagne tiefer denn je ins Dämonenreich voran. Mächtige Atlanen flügten an der Seite des Slayers und seiner Armeen durch die Höllenbrut auf Geheiß. Der Allmutter hatten die Hohepriester Zugang zum Herzstück der dämonischen Welt gefunden und mit Hilfe der Dieg konnten neue Tore aufgestoßen werden. Unsere Kriegsmaschinen waren unaufhaltsam, von Marketechnologie angetrieben und von eben jener Essenz befeuert, die unsere Feinde uns entgegenschleuderten, als wir uns immer tiefer ins blutgetränkte Reich der Dämonen vorarbeiteten. Die Macht des Slayers brachte uns unzählige Siege, denn mit der Alpha-Infektor an unserer Spitze waren wir unaufhaltsam. Obwohl unser Herzen rein und unsere Mission ein Gerechte war, hatte die Allmutter ihre Priester hinter unseren Rücken angewiesen, riesige Fabriken auf den heidnischen Land zu errichten, um noch mehr Essenz zu erwirtschaften. Wir wissen nicht, wie diese Täuschung begann, denn wir waren auf die Horden der Unterwelt konzentriert. Warum sollten wir da so tief sinken und unsere Allmutter des Verrats und seinen Pakt verdächtigen? Die Karmakios schienen die unvorhergesehenen Ankunft des Slayers zu missbilligen und diese Seraphim, die den Zerstörung heimlich hatte Fleisch werden lassen, verschwand bald aus Urdak. Vielleicht wurde sie als Bestrafung für solche Ketzerei ins Exil geschickt. Und die Legion stand unerschütterlich unter dem ewigen Racheguss des Doomslayers und die Karmakios sahen schließlich ihre Vorteile in seiner Unterstützung.
Bald wurde kundgetan, dass der Slayer die Verkörperung der Gottesmaschinen der Markis war, die Wiedergeburt eines heiligen Relikts. Er sollte den Heiden die Lehre des Markis bringen und all jenem Staume zertreten, die den Gläubigen von Urdak schaden wollten. Der Slayer ermöglichte der Allmutter so, Essenz zu sammeln, die sie ohne unser Wissen in den Treibstoff umwandelt, der als Argent-Energie bekannt wurde sollte. Der Slayer scherte sich nicht um die Staatsorganisation. Das System unseres Volkes interessierte ihn nicht, denn er war völlig auf die Zerstörung der Dämonen und ihrer Welt konzentriert. Rätselhafterweise sprach er kein Wort mehr, obwohl er die Fähigkeit nach wie vor besaß. Man vernahm nur noch einen gutturalen Laut in der Wut, wenn er seine Gegner Schmerzen zufügte. Über Jahre hinweg marschierte er mit dem Wächter der Nacht durch das flammenumtoste Land der Dämonen, und bei jeder Rückkehr nach Argentinur hatten sich viele unserer Heimat verändert. Wenn die Wächter Schuld trifft, dann die, dass wir unser Volk und unseren Eifer vernachlässigt haben und den Aufstieg des Bösen nicht bemerkt, den unser Kreuzzug vorantrieb. Wir kannten nur den Feind vor uns und den Reichtum Argentas hinter uns und hielten nie inne, um den Preis des Fortschritts zu hinterfragen. Also die Kalmaki waren ursprünglich tatsächlich irgendwie so halbwegs gut, nicht ganz so parasitär, wie es sich anhört. Die beiden Sachen sehen so ein bisschen aus, als würden sie zusammengehören, ne? Das sind wieder diese dummen, das hatten wir in dieser einen anderen Mission auch, dass wir irgendwelche Tore hatten. Warum macht das hier nicht so ein Geräusch? Das finde ich mir beunruhigend. Dass hier im Blutnest war, dass ich dieses eine Torbe partout nicht aufgekriegt habe. Und immer noch nicht weiß, wie es geht. Und das muss ich übrigens nochmal googeln, da muss ich nämlich noch hin und das Ding noch holen. Aber das ist halt genau das gleiche Ding, ne? Das ist aber halt auch irgendwie. Da konnte man irgendwie die Tore öffnen, wahrscheinlich muss man irgendwo gegenschießen oder so. Und ich habe es halt nicht gerafft und deswegen komme ich dann halt nicht an die Secrets ran, weil die für mich so Secrets sind, weil ich die ganze Zeit noch ein Sprungrätsel suche oder so ein Spaß. Aber dass das halt nicht ist. Guck mal, hier kann man wieder rein. Oh, sind das hier? Ach so. Ach so. Oh, lol. Man kann Statue zerschießen. Was ist denn das? Was für ein Dreiringes? Oh, warte mal. Hat das Dreiring hier irgendwas da erscheinen lassen, ne? Was ist das? Es sieht aus wie ein Teleporter. Ich nehme mal an, es ist ein Teleporter. Hä? Okay, es ist kein Teleporter, es ist eine Druckplattform. Das ist ja fast das gleiche, nicht wahr? Was finden wir hier noch Schönes? Oh, ein Cyberman-Kubus. Wie schön. Wir müssen da ja trotzdem zurück. Weil wir haben dann offensichtlich im Vorraum auch Dinge übersehen. Weil da war nämlich auch so ein Giftzeug. Die Frage ist, ob wir überhaupt zurückkommen, um dabei zu sterben. Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich will aber nicht sterben. Hä, warum geht hier eigentlich das Tor nicht einfach wieder auf zum Rückweg? Wenn hier hinten leuchtet, ist es auch so verdächtig grün, ne? Grün leuchten ist eigentlich immer irgendwie Schalter. Zumindest ist es das, was die Farbgebung des Spiels uns so vorgeben möchte. Das eine Ding sah so aus, könnte man hier irgendwie durch die Decke kommen. Aber anscheinend nicht. Das ist auf jeden Fall die Batterie, die das Geräusch macht. Okay, ich springe jetzt mal mit meinen 100 Dings vom Lebenspunkten, dann springe ich da ins Wasser und hoffe, dass ich bis zu den Dingern wieder komme und wieder zurück. Hab's geschafft! Eigentlich ganz gut sogar. Also ich habe nicht so unendlich viele Lebenspunkte dabei verloren. Also sieht das, wie die Batterie mich da... Guck mal, hier ist aber kein Schalter hinter, oder? So, schauen wir uns mal nach Start und wie man zerhauen kann. Ich meine, wir haben jetzt... Ist hier gerade dunkler geworden? Wir haben uns ja gerade gesehen, wie es aussehen kann. Mal eine schöne Wandgebilde. Ach, guck mal hier. Haben wir auch wieder so ein lustiges Schwert. Ist hier irgendwas zum Kaputtschlagen? Ist das echt die Batterie, die hier so laut ist? Irgendwie, das sieht ja so aus, müsste man wie die Glocke hier zerschlagen, ne? Also einfach das. Aber ich kann ja. Also ich kann durch das Gitter ja nicht durchschießen, also das geht also nicht. Oh, ja, hier Benzin. Das habe ich jetzt mit Time Driver gesehen. Ja. Also wie nur. Bin ich vielleicht komplett an der falschen Seite? Weil das, der Boden sieht halt so aus, würde so durchschlagen, dann fährt das Ding halt runter und dann ist alles schick. Auf der anderen Seite? Hier ist halt so eine kleine Einnischung. Aber das ist dem.
Das, ich meine, die Kette kann ich auch nicht von vorne zerschießen, oder? Oder? Da muss ich mich einfach noch ranhängen? Sollte es so einfach sein? Also ich komme nicht so hoch, aber ansonsten... Ja, guck mal, das ist das... Naja, okay, komme ich nicht ran. Weil ich dachte, das ist... Guck mal, das Ding sieht so aus, könnte so wie runterfallen, aber tut es anscheinend nicht. Es gibt auf jeden Fall jede Menge technische, irgendwie nervige Geräusche. Hm. Irgendwie nerven mich solche Rätsel. Genau, hier war die Auto-Map. Und hier hinten komme ich quasi her. Gibt es also auch nichts mehr zu entdecken. Das ist doch Mist. Ist das hier oben noch? Hier ist einfach nur so ein... Hm. Hm. Die scheiß Kette muss kaputt, aber ich komme da... Also ich muss in den Raum schon wie reinkommen, ne? Oder? Das sieht ja nicht so aus, als hätte der Raum irgendwelche Zugänge. Wenn ich das so sehe. Aber hier gibt es doch nirgends auch noch irgendwas, was ein bisschen den Schalter ähnelt. Was ist das hier? Ah. Oh Mann, ey. Okay, also wir wissen jetzt, Start und sind hier der Hit. Darauf musst du natürlich erstmal kommen. Oh. Das Ding ist anders abgebrochen als gedacht. Junge, Junge, Junge. Das ist alles für eine Batterie, ne? Jetzt muss ich wieder zurückschwimmen. Das ist das Allerschlimmste. Habe ich jetzt hier aber alles? Jawohl, ich habe hier alles. Ach du Scheiße, gibt es hier viel Zeug zu entdecken. Egal, aber das können wir als Erfolgserlebnis verbuchen. Das haben wir geschafft. Dann geht's beim nächsten Mal weiter.